Wir starten heute Nacht in Berlin mit unserer bundesweiten Kampagne Menschen vor Profite, den Pflegenotstand stoppen. Wir machen Druck für 100.000 Pflegestellen mehr in den Krankenhäusern, für 40.000 Pflegestellen mehr in den Altenpflegeheimen. Wir machen Druck für eine bessere Bezahlung der Pflegerinnen und Pfleger. Wir machen Druck für mehr Ärzte auf dem Land und gegen Schließung von Krankenhäusern. Jens Spahn ist als Gesundheitsminister ein Totalausfall. Von ihm haben die Beschäftigten, die Patientinnen und Patienten, die zu Pflegenden und ihre Angehörigen nichts zu erwarten. Deshalb müssen wir alle zusammen den Druck aufbauen für eine bessere Situation, für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Pflege. Heute Nacht starten wir in Berlin und wir zeigen allen Berlinerinnen und Berlinern auf, wie es in der Pflege zugeht und was getan werden kann. Wir fordern alle Kreisverbände, alle Ortsverbände, alle befreundete Gruppen, alle Beschäftigten im Gesundheitsbereich dazu auf, die Kampagne zu unterstützen. Am Ende dieser Kampagne wollen wir bessere Bedingungen für die Beschäftigten haben und bessere Bedingungen für die Patientinnen und Patienten haben. Macht alle mit!